Ja, meine Damen und Herren, lieber Herr Klimpel, lieber Herr Weizmann, ganz herzlichen Dank für die Einladung heute. Hier steht jetzt also das juristische Schwarzbrot. Und wir haben allerdings versucht, das Schwarzbrot ein bisschen in Scheiben zu schneiden. Und das haben insbesondere Anke Schiholz, die nach mir sprechen wird, und ich versucht, weil wir nämlich, als wir eingeladen wurden zu dieser Veranstaltung, beide mehr oder weniger dasselbe Thema vorgeschlagen hatten. Und dann haben wir überlegt, also das müssen wir irgendwie unter uns jetzt klären, wie wir das machen. Und deswegen werde ich jetzt zunächst ein bisschen allgemein etwas zu Verwertungsgesellschaften sagen und dann zu einer besonderen Regelung, die durch die neue DSM-Richtlinie geschaffen worden ist, nämlich die erweiterten kollektiven Lizenzen. Und Anke Schierholz wird dann in ihrem Beitrag vor allen Dingen auch auf den Bereich der vergriffenen Werke eingehen, der ja hier auch von besonderem Interesse ist. Ja, das gesagt habend, wer von Ihnen kennt eine Verwertungsgesellschaft? Viele, offenbar, da ist eine. Hier sehen Sie eine, das ist die VG Wort in München, so sieht sie von außen aus. Sitzen da mit ungefähr 90 Mitarbeitern drin und betreiben kollektive Rechtewahrnehmung. Und ich hoffe sehr, dass viele von Ihnen auch einen Wahrnehmungsvertrag mit der VG Wort abgeschlossen haben, jedenfalls soweit sie publizieren. Im Gesetz ist die Verwertungsgesellschaft natürlich definiert, und zwar durch ein neues Verwertungsgesellschaftengesetz, was es seit 2016 gibt. Und etwas verkürzt ist eine Verwertungsgesellschaft eine Organisation, die für Rechnung mehrerer Rechtsinhaber Urheberrechte oder verwandte Schutzrechte zu deren kollektiven Nutzen wahrnimmt. Also man braucht so eine Reihe von Elementen, die man erfüllen muss, damit man überhaupt eine Verwertungsgesellschaft ist. Das Erste, es muss eine Organisation sein. Das sind in Deutschland, wir haben 13 Verwertungsgesellschaften, sind das in der Regel Vereine, und zwar wirtschaftliche Vereine, Krafteintragung oder GmbHs. Man muss für Rechnung von anderen tätig werden. Das heißt, Verwertungsgesellschaften werden treuhänderisch tätig. Das ist ein wichtiger Punkt bei der kollektiven Rechtewahrnehmung. Machen nicht selber Gewinnerzielung, sondern sie werden wirklich treuhänderisch tätig für die Rechtsinhaber, die sie vertreten. Außerdem muss es um mehrere Rechtsinhaber gehen, heißt also mindestens zwei. Wenn man nur einen Rechtsinhaber vertreten würde, wäre man keine Verwertungsgesellschaft. Und zwei ist natürlich auch ein Witz. Alle Verwertungsgesellschaften vertreten sehr, sehr viel mehr Rechtsinhaber. Die VG Wort vertritt derzeit, glaube ich, etwa 250.000 Autoren und 9.000 Verlage um den Dreh. Also es geht um sehr viele Rechtsinhaber, deren Rechte man dort wahrnimmt. Es geht um das Urheberrecht, das ist klar. Und es geht um eine kollektive Rechtewahrnehmung. Das heißt, man schüttet Einnahmen, die man hat, auf der Grundlage eines Verteilungsplans kollektiv an alle Rechtsinhaber aus. Nochmal in einer Grafik ein bisschen dargestellt, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, zunächst braucht man Rechtsinhaber, das sind Urheber, das sind auch Leistungsschutzberechtigte, das sind bei manchen Verwertungsgesellschaften wie auch bei der VG Wort auch Verlage. Diese Rechtsinhaber schließen einen Wahrnehmungsvertrag mit der Verwertungsgesellschaft ab, in der alle möglichen Rechte eingeräumt werden, und die Verwertungsgesellschaft ist verpflichtet, einen solchen Vertrag abzuschließen mit den Urhebern. Nennt man Wahrnehmungszwang. Und sie sind dazu verpflichtet, weil sie in Deutschland immer noch eine Art von Monopolstellung innehaben, jeder für seinen Bereich, also die VG Wort beispielsweise für den Bereich der Sprachwerke. Hat die Verwertungsgesellschaft die Rechte, dann räumt sie sie Nutzern ein, die Bibliotheken sein können, die Archive sein können, die Sendeunternehmen sein können. Alles ist möglich auf der Nutzerseite, und auch da besteht ein Kontrahierungszwang, ein Vertragsschlusszwang, den nennt man Abschlusszwang. Auch hier ist die Verwertungsgesellschaft verpflichtet, den Nutzern Rechte einzuräumen. Und diese beiden Kontrahierungszwänge in beide Richtungen, also auf Seiten der Rechtsinhaber und auf Seiten der Nutzer, sind für die Arbeit der Verwertungsgesellschaften sehr wichtig. Die Verwertungsgesellschaft zieht dann von den Nutzern die Vergütung ein. Hoffentlich zahlen die Nutzer dann die Vergütung auch. In der Regel funktioniert das gut, und dann kommt das Geld bei der Verwertungsgesellschaft an, und sie verteilt es nach einem Verteilungsplan an die Berechtigten, an die Rechtsinhaber. Und das Ganze wird beaufsichtigt durch das Deutsche Patent- und Markenamt. Ja, Verwertungsgesellschaften haben eine Reihe von Funktionen. Ich habe jetzt mal drei hier zusammengestellt. Es gibt auch noch weitere. Eine besonders wichtige ist eine, die ich Ermöglichungsfunktion nenne.
nenne. Und dahinter verbirgt sich die Aufgabe von Verwertungsgesellschaften, dort tätig zu werden, wo es der einzelne Rechtsinhaber, also der einzelne Urheber oder der einzelne Verlag oder der einzelne Leistungsschutzberechtigte nicht selber kann. Und das lässt sich am besten erläutern mit einem berühmten Fall, den viele von Ihnen schon tausendmal gehört haben, aber trotzdem, finde ich, ist er immer wieder ganz illustrativ, nämlich das ist der Fall des Komponisten Ernest Bourget, der Mitte des 19. Jahrhunderts in Paris in einem Café saß, im Konzertcafé Ambassadeur. Und in diesem Café hörte er die von ihm komponierte Musik und er trank ein Zuckerwasser und damals ein Modegetränk. Und dann hörte er seine Musik, ärgerte sich darüber und sagte, ihr habt mich nicht um Erlaubnis gefragt und es ist auch nicht bezahlt, dass meine Musik dort gespielt wird. Und deswegen hat er die Aufrechnung erklärt. Er hat das Zuckerwasser nicht bezahlt und hat gesagt, ich rechne auf. Zuckerwasser gegen die Musik. So. Und das kam tatsächlich zu einem Rechtsstreit und das Gericht hat im Sinne von Bourget entschieden. Und das führte dann zur Gründung der französischen Verwertungsgesellschaft im Musikbereich, der GEMA in Frankreich, der SACEM, und die es bis heute gibt. Und das, glaube ich, zeigt eben deutlich, wo Verwertungsgesellschaften eine Rolle spielen können. Wenn es eben der Einzelne nicht kann, wenn niemand kann überall feststellen, wo Musik gespielt wird, dafür braucht man eine Organisation, die das übernimmt. Das ist die Ermöglichungsfunktion. Dann gibt es gerade von Nutzerseite sehr wichtig die Zentralstellenfunktion von Verwertungsgesellschaften. Dadurch, dass sie ein faktisches Monopol sind, können sie eben aus einer Hand Rechte vergeben. Das ist für die Nutzer, die möglichst viele Rechte bekommen wollen, natürlich von großem Vorteil. Und sie können auch Vergütung nur an eine Stelle zahlen und müssen das nicht mit Einzelnen abrechnen. Und schließlich, vor allen Dingen natürlich für die Berechtigten sehr wichtig, Verwertungsgesellschaften sollen eine angemessene Vergütung sichern. Das ist mittlerweile auch im Verwertungsgesellschaftsgesetz ausdrücklich so bestimmt. So, dann nur kurz. Verwertungsgesellschaften nehmen unterschiedliche Arten von Rechte wahr, die man ein bisschen kategorisieren kann. Einmal geht es um Nutzungsrechte, also Verbreitungsrecht, Vervielfältigungsrecht, Recht der öffentlichen Zugänglichmachung und dergleichen mehr, die Verwertungsgesellschaften wahrnehmen können. Das ist beispielsweise bei unserem Modell mit den vergriffenen Werken der Fall. Hier geht es um solche Ausschließlichkeitsrechte, die der Verwertungsgesellschaft übertragen werden, also dort das Vervielfältigungsrecht und das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung. Daneben, und das ist insbesondere für die VG Bildkunst und für die VG Wort ein ganz wichtiger Bereich, nehmen Verwertungsgesellschaften Vergütungsansprüche wahr, die bestehen für gesetzlich erlaubte Nutzungen, insbesondere für private Vervielfältigungen. Sie wissen alle, private Vervielfältigungen sind im bestimmten Umfang erlaubt, aber dafür ist eine Vergütung zu zahlen und dieser Vergütungsanspruch wird von Verwertungsgesellschaften wahrgenommen. Er kann auch nur von Verwertungsgesellschaften wahrgenommen werden und dann gibt es noch weitere Vergütungsansprüche, die nicht direkt im Zusammenhang stehen mit solchen gesetzlichen Erlaubnissen, die wir aber auch wahrnehmen, wie beispielsweise die Bibliothekstantieme. So, und jetzt komme ich eigentlich zu dem Problem, was hier vielleicht auch von besonderer Bedeutung ist und was uns auch bei den vergriffenen Werken in besonderer Weise beschäftigt hat, nämlich etwas, was man als Außenseiterproblematik bezeichnen kann. Und das knüpft unmittelbar daran an, dass Verwertungsgesellschaften versuchen, eine Zentralstellenfunktion zu erfüllen, also möglichst viele Rechte zu bündeln. Es gibt aber wahrscheinlich keine Verwertungsgesellschaft, die für einen bestimmten Bereich sämtliche Rechtsinhaber vertritt. Das kommt im Musikbereich ist es eine ziemlich weite Abdeckung, in anderen Verwertungsgesellschaften ist es weniger. Wenn Sie überlegen, wenn sämtliche Urheber, die Sprachwerke schaffen, einen Wahrnehmungsvertrag mit der VG Wort abgeschlossen haben, dann würden wir viel mehr Leute vertreten, als wir das im Moment tun. Das heißt, eine Verwertungsgesellschaft nimmt praktisch nie die Rechte von sämtlichen Rechtsinhabern des jeweiligen Bereiches wahr. Das bedeutet, es können auch diese Rechte, wenn man sie nicht hat, kann man sie auch nicht weiter einräumen. Sie können nicht eingeräumt werden. Und an dieser Stelle kommt es dann eben zu der Frage, wie geht man damit um? Pragmatisch reicht das aus, wenn man das nur pragmatisch macht, denn dann könnte man einfach sagen, naja, die Verwertungsgesellschaft räumt einfach irgendwelche Rechte ein und dann gucken wir mal, was passiert. Ist aber vielleicht nicht immer die beste Lösung und deswegen habe ich dahinter geschrieben, Rechtssicherheit spielt eben auch eine wichtige Rolle, gerade auch für die nutzenden Einrichtungen, denn was hilft der beste Pragmatismus, wenn ein wunderbares Modell
vor allem bei einem Gericht gegen die Wand fährt und man es einpacken kann. Deswegen, beide Punkte spielen, glaube ich, eine Rolle und beide muss man stets im Blick behalten. Der deutsche Gesetzgeber hat dieses Problem mit den Außenseitern durchaus erkannt und deswegen gibt es im Urheberrechtsgesetz eine Reihe von Bestimmungen, die versuchen, diese Außenseiter mit abzudecken, wenn Verwertungsgesellschaften tätig werden. Es gibt Vermutungsregelungen, die dazu führen, dass vermutet wird, gesetzlich vermutet wird, dass eine Verwertungsgesellschaft in einem bestimmten Bereich sämtliche Rechte dieser Kategorie wahrnimmt. Ich erspare Ihnen die Details dieser Vermutungsregelungen, die wunderbare zivilprozessuale Folgen haben können. Vielleicht nur ein Hinweis bei den vergriffenen Werken, bei diesem Modell, was wir, und nicht Modell ist es mittlerweile nicht mehr, sondern es ist die Praxis, die wir haben bei der Lizenzierung von vergriffenen Werken, gibt es auch eine Vermutungsregelung im Verwertungsgesellschaftengesetz, die damals noch ins Urheberrechtswahrnehmungsgesetz 2013 eingeführt worden ist und die eben gesetzlich mit einer solchen Vermutung absichert, dass die Verwertungsgesellschaften im Printbereich Rechte auch für Außenseiter bei den vergriffenen Werken vergeben können. Und damit hatten wir damals, nach langen Diskussionen vorher, eine Lösung hinbekommen, oder der Gesetzgeber hat sie hinbekommen, der es den Verwertungsgesellschaften ermöglichte, rechtssicher auch für die Außenseiter entsprechende Lizenzen einzuräumen. Ja, jetzt gibt es was Neues und das wollte ich Ihnen hier noch vorstellen, und zwar betrifft das die Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, die heute früh schon mal erwähnt worden ist, die sehr umstrittene Regelungen enthält mit Upload-Filtern und dergleichen mehr, Artikel 17. Darüber brauchen wir an dieser Stelle jedenfalls im Moment nicht zu reden. Sie enthält eine Reihe von Regelungen, die insbesondere für die Verwertungsgesellschaften von großer Bedeutung sind, und eine sehr wichtige ist eine Regelung zu der kollektiven Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung. Das ist der Artikel 12 dieser Richtlinie. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich eine Praxis von Verwertungsgesellschaften, vor allen Dingen in den nordischen Ländern, die es seit vielen Jahren gibt. Dort schließen Verwertungsgesellschaften Lizenzvereinbarungen mit Nutzern ab und das Gesetz erstreckt diese Lizenzvereinbarungen auch auf die Außenseiter. Also es ist eine klassische Außenseiterlösung, dass ein Lizenzvertrag, auch wenn die Verwertungsgesellschaft nicht alle Rechte hat, der trotzdem auch solche Außenseiter mit erfasst. Die gibt es, ich glaube, seit den 60er Jahren oder so etwas, diese Verfahrensweise in den nordischen Ländern, in den skandinavischen Ländern. Und diese Praxis wurde aber durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 2016 sehr konkret in Frage gestellt. Das war die Soulier-Entscheidung, wo es um die Nutzung von vergriffenen Werken in Frankreich ging. Auch dort gab es eine gesetzliche Regelung, im französischen Gesetz, die eine Verwertungsgesellschaftslösung vorsah für vergriffene Werke. Und hier hat der EuGH, Stichwort Rechtssicherheit, entschieden, geht so nicht, verstößt gegen europäisches Recht, wie er das macht. Und das hat dazu geführt, dass dann der Gesetzgeber sich dieser Sache angenommen hat und in das laufende Gesetzgebungsverfahren, der europäische Gesetzgeber, in das laufende Gesetzgebungsverfahren eine Regelung aufgenommen hat, nämlich Artikel 12, die diese Praxis in den nordischen Ländern absichern sollte. Damit wurde ein neues europäisches Instrument geschaffen, was nicht nur in den nordischen Ländern das absichert, sondern was es jetzt allen Mitgliedstaaten der EU ermöglicht, derartige kollektiven Lizenzvergaben mit erweiterter Wirkung vorzusehen. Wie funktioniert das? Das funktioniert relativ simpel. Auch hier braucht man wieder zunächst mal eine Verwertungsgesellschaft, die sich Nutzungsrechte einräumen lässt durch die Rechtsinhaber, klar. Dann braucht man eine Lizenzvereinbarung mit Nutzern. Das können eben beispielsweise auch Bibliotheken sein, wie das in den nordischen Ländern auch passiert, aber auch andere Nutzer kommen da durchaus in Frage. Und dann werden eben Außenseiter, die Rechte nicht der Verwertungsgesellschaft eingeräumt haben, mit erfasst. Wie man das technisch umsetzt, da gibt es zwei Möglichkeiten nach der Richtlinie. Einmal kann man es so machen, wie es in den nordischen Ländern passiert, mit einer Ausweitung der Lizenzvereinbarung. Es ist aber auch vorgesehen, dass man es über solche Vermutungsregelungen oder Fiktionsregelungen macht, wie wir sie im deutschen Recht an verschiedenen Stellen schon kennen. Die Richtlinie sagt, ihr könnt das nicht überall machen, sondern es muss bei solchen
Lizenzbereichen, die unter solche erweiterte Kollektivlizenzen fallen können, um Massennutzungen gehen, bei denen die Transaktionskosten für eine individuelle Rechtevergabe exorbitant hoch sind, wo die Einzelfalllizenzierung beschwerlich und praxisfern ist. Und dabei geht es natürlich vor allem um flexible Lizenzierungsmodelle im digitalen Bereich. Und ich meine, dass man eigentlich mit dieser Argumentation fast alle Rechte, die kollektiv wahrgenommen werden, abdecken kann, weil Verwertungsgesellschaften, Stichwort Bourget, sowieso nur tätig werden, wo eine individuelle Rechtewahrnehmung zumindest sehr beschwerlich ist. Das heißt, das ist ein neues Instrument, was über diese Einzelregelung, die wir bisher im Verwertungsgesellschaftengesetz haben, mit den Vermutungsregelungen, deutlich hinausgeht, und es öffnet für praktisch alle Lizenzbereiche, die Verwertungsgesellschaften, in denen Verwertungsgesellschaften tätig sind. Und es kann auch ein Ansatz sein, um möglicherweise, jetzt spreche ich doch kurz über Artikel 17, die Lizenzierungen von Artikel 17 Plattformen, also wie YouTube und andere, ermöglichen könnte, wenn Verwertungsgesellschaften in diesem Bereich Lizenzen vergeben. Die Richtlinie sieht ein paar Sicherungsmaßnahmen vor. Die Verwertungsgesellschaften müssen repräsentativ sein. Es muss eine Gleichbehandlung sichergestellt sein der Außenseiter und der von der Verwertungsgesellschaft vertretenen Berechtigten. Es muss, ganz wichtig, die Möglichkeit geben, dass Außenseiter sagen, sie wollen das nicht, dass ihr Werk genutzt wird, ein Opt-out erklären, einen Widerspruch erklären, so wie wir das schon kennen bei den Regelungen zu den vergriffenen Werken. Und es gibt bestimmte Informationspflichten. Aber es gibt explizit keine Informationspflicht gegenüber dem individuellen Rechtsinhaber. Das ist eine Korrektur der Soulier-Entscheidung, die ich erwähnt hatte, des Europäischen Gerichtshofs, wo der Europäische Gerichtshof gesagt hat, solche Widerspruchslösungen sind zulässig, aber es muss dann individuell oder können zulässig sein, aber dann muss individuell der einzelne Rechtsinhaber, der einzelne Außenseiter von der Verwertungsgesellschaft informiert werden. Und das gelingt nicht, weil das macht die Sache unmöglich. Das wäre, deswegen ist eben diese Regelung in Artikel 12 tatsächlich auch eine Korrektur der Soulier-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Es gibt also generelle Informationspflichten, die auch vor der Lizenzierung vorgenommen werden müssen durch die Verwertungsgesellschaft, aber es gibt keine individuelle Informationspflicht. Ein Problem von Artikel 12 ist, dass es nur eine begrenzte territoriale Wirkung hat. Das heißt, es betrifft nur Nutzungen in dem jeweiligen Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates. Also in Deutschland geht es nur um Nutzungen innerhalb von Deutschland. Und da muss man jetzt wieder fragen, wie geht man damit um im digitalen Bereich, wenn man die Sachen zumeist ja nicht nur in Deutschland öffentlich zugänglich machen will, sondern europaweit oder am besten sogar weltweit. Ja, man kann natürlich Geoblocking machen. Ob das der beste Weg ist, ist eine Frage. Man kann pragmatisch sein und die Rechtssicherheit an der Stelle ein Stück weit ausblenden. Oder man kann, und das ist wahrscheinlich auch sinnvoll, wenn Artikel 12 jetzt in vielen Mitgliedstaaten umgesetzt wird, versuchen, dass man auch eine gesetzliche Regelung dazu hinbekommt. Das ist in der Richtlinie bereits angesprochen, dass zumindest auf EU-Ebene man sicherstellen könnte, dass solche erweiterten Kollektivlizenzen europaweit Nutzungen abdecken. Weltweit hat man es damit immer noch nicht, aber weltweit kriegt man das eh nicht hin. Aber wenigstens europaweit wäre ein wichtiger Schritt. Bei den vergriffenen Werken ist das in der Richtlinie, der DSM-Richtlinie, ja bereits so geregelt. Ja, also jetzt habe ich viel Werbung gemacht für Artikel 12. Und das Problem ist, in der Richtlinie ist das eine Kann-Bestimmung. Das heißt, Deutschland muss das nicht umsetzen, muss diese Vorschrift nicht umsetzen. Ich glaube aber, dass es sehr gut wäre, wenn das passieren würde. Und ich glaube auch, dass es von Sicht von Nutzern ein sehr guter Ansatz wäre, wenn Artikel 12 in das deutsche Recht umgesetzt würde, weil es nämlich sehr flexible Lizenzierungsmöglichkeiten im digitalen Bereich erlauben kann. Es ist eine Form von Selbstregulierung, wenn man so will, weil nämlich Rechtsinhaber, Verwertungsgesellschaften und Nutzer ziemlich weitgehend entscheiden können, wo sie sozusagen Lizenzmodelle anbieten und das Ganze dann auch Außenseiter mit umfasst. Also nicht beschränkt auf bestimmte spezielle Bereiche, sondern generell. Eine größere Rechtssicherheit bei solchen erweiterten Kollektivlizenzen könnte man dadurch hinbekommen, dass man eine Erlaubnispflicht vorsieht durch das Deutsche Patent- und Markenamt, dass also jedes Mal, wenn solche erweiterten Kollektivlizenzen vergeben werden sollen, das Deutsche Patent- und Markenamt
zustimmt, dass das die Voraussetzungen von Artikel 12 erfüllt, dass die Verwertungsgesellschaft repräsentativ ist, etc. Das wäre, glaube ich, hilfreich, um an dieser Stelle eine rechtliche Absicherung zu haben. Jedenfalls dann, wenn man, wofür ich plädieren würde, eine Generalklausel im deutschen Recht schafft, die eben das generell erlaubt und nicht nur für einzelne Regelungen und für einzelne Bestimmungen. Das war es von meiner Seite. Herzlichen Dank.